Hallo, ich bin's, Mac Peverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr den Wiedergabeverlauf und den Suchverlauf bei Apple Plus TV hier einmal löschen könnt und auch einsehen könnt. Dazu gehen wir hier erstmal ganz oben auf das Zahnrad drauf. Dann gehe ich so weit runter, bis ich zum Punkt komme: Suchverlauf. Hier einmal bestätigen, das Ganze öffnen. Und jetzt könnte ich hier den Suchverlauf löschen. Ich breche das Ganze aber ab. So wäre es jetzt ausgewählt und dann müsste ich bestätigen, wäre der Suchverlauf gelöscht und keiner könnte mehr einsehen, was ich hier oder wonach ich hier gesucht habe. Dann habe ich hier noch den Wiedergabeverlauf. Ja, den will ich einmal verwenden. Den kann man natürlich auch ausschalten. Aber wenn ich ihn verwendet habe, dann wird hier auch der Wiedergabeverlauf gespeichert. Und diesen Wiedergabeverlauf, den kann ich hier entsprechend auch löschen. Müsste ich dann wieder nur bestätigen und dann wäre das Ganze entsprechend gelöscht. Euren Verlauf könnt ihr euch folgendermaßen anschauen. Dann müsst ihr oben wieder hier in das Menü reingehen oder rausgehen aus dem Einstellungsmenü, links gehen auf die Lupe und hier seht ihr dann, wo zuletzt nachgeschaut worden ist. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverick.